Herzlich willkommen mit einer neuen Folge Stationeers. Jo. Wir sind wieder am Start, das letzte Mal vorm Urlaub. Ich habe genug Folgen im Petto, dass durchgehend neue Folgen kommen. Ja, beim letzten Mal haben wir den Furnace gebaut. Und freue ich mich. So, heute ist auf der Tagesordnung, das Ding in Gange zu bringen. Ne? Draußen die Base noch fertig zu machen. Ja. So eben das so. So. Hier bauen wir mal. Nehmen mal die Tomatensuppe. Nehmen die mal noch beiseite. Da haben wir noch so ein bisschen, ja, vielleicht Schrottgase gesaved. Was kostet eigentlich unser Fußboden? Unser Fußboden kostet ja eigentlich nicht so viel. Oh, was haben wir denn mal genommen? Ob Kit Flat Wall. Wollen wir da 10 Stück machen? Ja. Wollen wir. Gut. Weiterhin müssen wir den Computer aufstellen. Den haben wir schon da. Den Computer. Gibt's irgendwie auch so einen Mobile Computer, muss ich sagen, aber wirken haben wir, weiß ich noch nicht. Vermutlich nicht. Ist auch gar nicht ein. Da hinten soll eine Wand. Ist echt im Weg, ne? Was ist denn da? Oder wir stellen ihn hier hinten hin. Hinten passt er doch ganz gut, oder? Kleine Nische für unseren Computer. Wunderbar. Machen wir es so. Zack. Zack. Und erstmal wieder hier. Oh, wir haben ja noch einen. Ja, wir haben ja noch einen Haufen zu schmelzen. Zack, zack. Und dann stürzen wir uns gleich in unsere Arbeit. Haben wir schon überspult. So, was brauchen wir hier? Eigentlich nur einen Schraubenzieher, genau. Klack. Und klack. So, das hast du sehr gut gemacht. Stolz auf dich. Wir hatten hier Monochrome, glaube ich, auf dem Fußboden. Monochrome, ja. Zack. Das sieht, denke ich mal, gut aus. Kommen die letzten zwei, die knallen wir hier noch hinten ran. Zack. Klack. Die Ressourcen, wir können sie jederzeit wieder wegnehmen, aber so ein bisschen schick schadet ja eigentlich nicht. Spur macht immer viel aus. Da, 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 da. Noch kein Licht, aber Fußboden. So, das haben wir dazu. Computer hängt. Wir brauchen. Ist auch nur im Weg, ne? Und wir stellen dich dahin, da störst du nicht. Wir brauchen noch die Platine. IC. Nein, Logic IC. Hoppa, ein halbes Gramm.
Haben wir auch da. Ja, Gold ist echt Mangelware. Ist so. Zwei haben wir gemacht, naja. So, IC stimmt, Labeler. ADV. A. Onase. Main. A. Onase. Main. So. Aus. Klatsch. Achso, die Geschichte. Touch. Aus. Kann ruhig noch ein bisschen laufen. Erstmal bin ich ja noch quasi Witzili, weil wir haben ja und so. Jetzt haben wir das zwar gerade zugemacht, aber ich merke ja, mit Kabel nicht schick gemacht. Sollten wir vielleicht warnen, die Geschichte, und dann frage ich mich natürlich, warum erkennt er? Ach so, weil wir den Chip noch gar nicht angeschlossen haben. Geht vielleicht so besser, ne? Dum -dum. Hast du es? Hat er. Geil. So. Sehr gut. Stehen wir hier auf ordentlichem Fußboden. Und holen uns mal einen Importer raus. Nee, ein Edit. Library. Tja, Leute, den holen wir uns. Safe Game, Venus, Override, Override. Leave Station, Exit, Exit. First. Gehen wir schnell rüber. Holen uns mein Programm. Zeitgleich könnt ihr das natürlich auch nutzen. Ne, das Fakt. Und dann machen wir, wenn wir eh schon mal da sind, nochmal ein zusätzliches Safe Game. Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Doch. Ehrlich jetzt? Jetzt ist so nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich ehrlich. Von Ace Hash. ICC Keller. Von Ace Steuerung. Nutze nichts. Ah.
IC auf von der Anlage, so Import, Import. Edit. Create a new. Ah. Answered. Warte mal, wie hatten wir das? Wow. Wahnsinn. Confirm. Publish. Bin ich da ein bisschen irritiert, irritiert? Ist egal, komm, wir gehen zum nächsten. Affenes Steuerung. Ready new. The Vulva hat Wahnsinn Affenes Steuerung. Oh ja. Das ist Literatur und Druck. Wir sollten noch was reinschreiben. Confirm. Und auch Publish. Zack. Und einfach raus, stumpf. So. Und Hash. Import. Edit. Create a new. Wanted. Nice. Hash. Steuerung der Hash. Werte. Confirm. So, wie wir jetzt das alles im Einzelnen verwenden können oder nicht verwenden können, schauen wir mal rein. So, und dann nehmen wir den letzten auch noch mit. Import. Create a new. Vulva. Advanced. Gas. Steuerung. Steuerung. Gasanlage für den. Und hier ist übrigens auch der Fehler drin. Oder nein, nein, hier, es ist eigentlich kein Fehler hier, es ist eigentlich nur die Übergabe zwischen, oh, ich darf hier nicht, die Kamera geht schon wieder, es ist eigentlich nur die Übergabe, ich muss mal gucken, ob das läuft. Läuft wieder, Augenblick. Hat das gefressen? Jetzt hat er es gefressen. Nein, hat er immer noch nicht gefressen. Moment. Jetzt hat das. Erzähl dir. Es muss einfach nur geleert werden. Geleert werden. So, confirm. So, und jetzt Save Game. Nicht Autosave 1, sondern Mousebase First. Save World. Mousebase.
Wirst Sicherheit. Safe World. Das will er nicht. Maus bis fürs 2 einfach. Safe. Ach, oder einfach so nochmal. Ist auch egal. Wir haben es mindestens zweimal gespeichert. Einmal vor und einmal danach. So. Wir wollen nämlich in der Venus weitermachen. Das ist ja das Interessante, Spannende. So. Also haben wir jetzt erstmal die Programme da. Programme Mehrzahl. Also scheint doch... Warte, den lassen wir auf. Gut. Mit einem kommen wir da nicht weit. Und vor allem, wir brauchen Knöpfe. Wir brauchen Knöpfe. Und ja. Ich überlege gerade, Freunde. Ich nerv dieses Ding da. Mich nervt Ihmchen hier. Der muss weg. Den lass uns mal schnell umbauen. Den lass uns mal schnell umbauen. Damit es mich einfach nicht mehr nervt. So. Ist auch gerade Nacht. Passt ganz gut. So. Gut. Warum sollten wir auch mehr als zwei Kabel haben? Warum sollte das auch so sein, dass es wirklich klappt? So. Aber ist egal. Machen wir uns halt noch ein paar Kabel. Das ist so. So, alles picobello. Machen wir uns eben noch ein paar Kabel. Derweil können wir die Kabellage hier drin umbauen. Ja, ist ja.
So, haben wir das. Und ja. Dann ist das schon mal fertig umgebaut. Na toll. Kannst du nicht einfach die Dinge tun, die ich dir auftrage? Ey, wollte gerade sagen. Nimm den noch mit. So. Klatsch. Wir wirklich ein bisschen Kabellagi machen. Noch drei kommen, dann müsste es eigentlich reichen. Locker. Locker. Und last. So, schnell nochmal raus. Warten, bis du zu bist. Und gleich raussprinten und ab nach links. So, und dich nennen wir jetzt jetzt geht schon die Sonne wieder auf. Alles in der Nacht passiert. Wunderbar. Wenn wir jetzt irgendwo mal rein dürfen, ist noch viel geiler. Na, guck mal, den packen, bringen wir dann gleich weg. So. Haben wir das also auch erledigt. Dann machen wir gleich unser Advanced Airlock. Machen wir wieder hier umgekehrtes Advanced Airlock. So. Dich erstmal. Wir behandeln dich wie ein Stück Werkzeug. Behandeln wir wie ein Erz. Gut, haben wir das also abgearbeitet? Können wir uns das zufällig noch leisten? Airlock. Das reicht uns ja vollkommen aus. Wo wieder 5 Gramm Gold und 5 Gramm Kupfer. Es ist unfassbar, wie teuer dieser Krempel manchmal ist. So, Rin. Glasscheibe davor. Können wir uns gleich noch eine Lampe machen, bitte? Und zwar Light Kit. Ich lugt. Light. Kit Lights. Thank you, Val. Ja, so langsam kommen wir hier schon in die Luxusausstattungsvariante. Klick. Licht an. Die Datenkarte da noch drin? Nee. Datenkarte schon mit. Da ist er. Wir brauchen wieder einen Labeler. Läuse außen. Schleuse innen, Schleuse Licht, Avent, nee, Schleuse Avent, Schleuse Avent, Schleuse Guess, Schleuse von Sole. Und Quatsch, Quatsch, Quatsch. So, hier müssen wir wieder drauf achten. Exterieur ist innen und Interieur ist außen. Ja? So, jetzt können wir das Ganze testen. Und es müsste tatsächlich funktionieren.
So, wir drücken jetzt drauf. Macht auf jeden Fall die Tür zu. Müsste den Kram mit Luft voll pumpen. Und jetzt gehen wir wieder rein. Quatsch, raus, theoretisch. Das ist ja die umgekehrte Schleuse. Und jetzt müsste das nämlich absaugen. Ich frage mich, ach so, ja, es kommt ja nur langsam vor, aber es geht relativ zügig. Jetzt saugt er das ab und denkt, er lässt uns raus, er lässt uns aber dabei rein. Ja, sauber, umgekehrte Airlock-Schleuse. Das ist jetzt natürlich blöde, denn wir müssen hier schleunigst den Daylight-Sensor aufstellen. Daylight-Sensor horizontal. So, damit funktioniert es auch wieder. Und hier ist mal wieder die Geschichte, ne? Auf der einen Seite kommt die Daten rein, werden dann innen verarbeitet und gehen dann wieder raus. Augenblick. Muss kurz niesen. Ne? Also das passt schon. Ja, wir haben hier von die interne Energiegeschichte und extern kriegen wir es. Super gut. Super gut. So, kümmern wir uns mal um unser Moist Tank. War das auch abgearbeitet? So. Jetzt können wir uns endlich wieder dem Hauptthema widmen. Edit. Erstmal die Steuerung an sich, würde ich sagen. Override. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Memory-Soll-Druck. Eine Memory-Soll-Temperatur. Ein Abgastank, der steht ja oben drauf. Ventilabgas ist jetzt eine Pumpe geworden. Ventil CO2, Ventil Fuel. Können wir auch, sag ich mal, keinen von wegnehmen. Wie können wir die erste Sicherheit einbauen, dass wenn der Abgastank voll ist, dass er denn dementsprechend in Störung geht. Wenn der Abgastank so und so viel Wert hat, macht er einfach alles zu, bleibt so stehen und sagt, hey, hier Störung. Das ist, denke ich mal, eine gute Idee. Falls wir den Abgastank nicht woanders irgendwie in Störung gehen lassen. Wir steuern ja prinzipiell mit den beiden MEMS. So gut, die brauchen wir also. Lass uns mal zwei Memories machen. Weil das war schon durchdacht. So. Weil wenn die beiden Memories nämlich zum Beispiel einen gewissen Wert haben, dann heißt es für ihn, tu dies und das. So. Guck mal, die kriegen wir hier noch mit ran. Die kriegen wir hier noch mit ran. Pass mal auf, wir machen jetzt hier auch. Ich habe da keinen Bock, jedes Stück Kabel einzeln zu streichen. Muss ich ehrlich sagen. So, beschriften wir gleich noch. Mem soll Druck Mem soll Temperatur. So. Das wäre jetzt erstmal diese. Das ist aber jetzt so die reine Steuerung an sich. Die brauchen wir so erstmal nicht weiter verändern. Ne?
Die brauchen wir so erstmal nicht verändern. Jetzt müssen wir gucken, ob wir noch andere Housings kriegen. How? Wie viele Housings? So, wir haben ja gesehen, ich glaube, vier, ne? Ja, einen könnte ich mal manuell machen. Oh. Immer ein schlechtes Omen, wenn der hier alles blau ist. So, hiervon machen wir erstmal, ja, ein paar auf jeden Fall. So, dann müssen wir hier noch alles voll mit Knöpfe hauen. Erinnert euch? Knopf, Knopf? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch noch nicht, wie wir es, sag mal, optisch machen. Könnten das so machen. 1, 2, 3. Alle nebeneinander. Kupfer fehlt. Ah, nutzt ja nichts. Nutzt ja nichts. Komm, sage ich ja mal sowieso nicht ohnehin. Schaffen unser Projekt bestimmt nicht fertig. Indem wir quasi nichts draußen holen. Was ist das für ein Ding? Achso, ein Doorkit. So, gut. So, packen wir da rein. So, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah, jetzt haben wir nämlich genau 5 kW verbraucht und der Trafo hat jetzt ein durchbrennendes Kabel verändert. So, gut. Das haben wir. Wir sollten schnell noch Sauerstoff laden. Ich glaube, wir hatten voll gemacht, ne? Letztes Mal? Ja. Oh, 5 müssen reichen. So, jetzt müssen wir noch die 6 und gucken. Oh, wir haben ja noch alles voll. Wir haben sogar Kupfer da. Müssen es bloß brennen, dann machen wir doch das. Müssen wir ihn hier abschalten. Gehen wir raus. Brauchen wir nur noch den drücken. Den Rest macht er von alleine. Hier zu trinken haben wir mit. Das soll also nicht das Problem sein. Und dann knallen wir hier die 50 Kupfer rein. Ah, ja. Man jetzt ein bisschen beschissen ran, muss ich sagen. Warte mal. In der Tat. Naja. Folge die Bug entdeckt. Oh, was soll's. So, Kopper ist gefragt. Günther, mehr Saft! Wir haben ihn gleich! Super! Muss reichen. Ich weiß. Ich weiß es. Ja, ich weiß es doch. Gerade schon mal gesagt. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Management machen. Kannst du das bitte auch noch durch? Danke. Du bitte rein. Thank you well. Jetzt ist das Entspannte, die Tür geht von alleine auf, brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern.
Waste Tank kann meinetwegen auch gerne Caution sein. Waste Tank ist jetzt super gut. Waste Tank normal. So. Wer hat hier Kupferbedürfnis gehabt? Du, ne? 2. Gut. Ja, also ich werde mir dabei, sag ich mal, schon was gedacht haben, was die Ausführung in meiner Mars-Base betrifft. Und ich gehe jetzt einfach mal fest davon aus, dass wir mindestens 3 von 4 brauchen. Und die Gassteuerung quasi extern war. So, die Gassteuerung, die packen wir einfach mal hier hin. Die werden, wird so ein bisschen extern sein. Damit steuern wir nachher die Filtration. Ihn hier will ich damit steuern. Die hängen ja noch alle zusammen, wisst ihr? Und ja, vielleicht die ein oder andere Gasgeschichte. Was macht eigentlich unser, immer messen, unser Kühlgas macht? 20 Grad. Also wirklich, so langsam allmählich werden wir keine Freunde. Warum kann ich die Leitung da nicht messen? 17,71,94 ist okay. Also unser Kühlgas ist schon super kalt. Sehr gut. Zack, zu 6 und tschüss. So, und jetzt brauchen wir noch die Circuits. So, 10 Gold. Wir haben also wieder mal nur das Gold für einen. Wir sind aber an Haufen Gold A vorbeigelaufen. B haben wir noch 48 Gramm. Dann sage ich ja, Gold ist jetzt echt absolute Mangelware. Absolutely. So. Zack. Labeln das Ding. Und wieder rein. So. Furnace. Anlage. So, kannst ruhig aufhören und das ist die A von Nasage. A von Nasage. So. Jetzt brauchen wir die Schalter. Logic Switch 2 Stück. Und dann brauchen wir eine Hash-Anzeige. Brauchen wir eine Hash-Anzeige. So, und jetzt brauchen wir eine Konsole, nennt sich das Ding. Und eine Hash-Display als Board. Und das bauen wir jetzt einfach da drüber. Verstrippen das. Und das Display da rein und packen eine Glasscheibe drauf. Das hätte ich das schon mal gemacht, wa?
Haben wir das? So, und hier. Arphones DP-Hash. DP steht hier für Display. Arphones SW. Oh, zurück. Arphones SW. Next. So. Strippchen ran. Haben wir alles dran. Verkabelt, vermacht, vertut, alles super. So. Ich bin zufrieden. Edit. So, Gassteuerung. So, wir laden den mal rein. Nee, so IC Housing. Labeln wir jetzt auch noch. Arphones Anlage und Arphones Hash. So. Komm ich wieder aus? Komm ich wieder an? Ich werde nochmal weich. Ash. Edit. Den laden wir jetzt da rein. Confirm ihn und sagen Export. Gut. So. SW ein. Preview, Next, DP-Hash, Mem-Hash, Mem-Nummer. Gut, Mem-Hash verstehe ich noch. Mem-Hash kriegt er auch. Weil ich muss irgendwo die Hash ablegen, die er quasi gerade geladen hat. Und das mache ich im Memory. Ich weiß jetzt. Moment. Ich könnte den Wert und so machen wir das. Edit. Wir bauen das kurz um. Das nehmen wir mal raus. Und wir sagen ihm, set memhash warte mal. Das war irgendwie Set DB Setting. Müsste so funktionieren. Müsste so funktionieren. Fahren wir uns in Memory. Richtig? Richtig, so. Confirm. Ich brauche noch zwei
Knöpfe. Die kann ich hier gerne an der Decke positionieren. Das rast so schnell, rast die Zeit hier davon. Und zwar der Knopf richtig rum, ja. So, Phonase ein. Und der heißt Phonase Start. So. Klatsch. Klatsch. So, und jetzt können wir das mit dem Schraubenzieher einstellen. Halte mal die Klappe. Können wir das jetzt nicht einstellen? Ach so, das ist tatsächlich nur Strom. Ich muss sie beidseitig einstellen. Ja, dann machen wir doch das. Machen wir doch das. Können wir auch dahin hängen. Müssen wir so nochmal labeln. Aphones Mem soll die. Und Aphones Mem soll die. Richtig? Richtig. So, jetzt habe ich nämlich hier. Kann ich. So. Den kann ich einfach mal abschneiden und so machen. So. Und. Hier. Muss ich einen leider rausnehmen. Einen leider abbauen. Und ihn kann ich so setzen. So. Ausnehmen, abbauen. Eben kann ich so bauen. So. Und jetzt mal ein paar Strippsche. So, kann ich sie noch labeln? Aphones Ash und Aphones Anlage. So. Gut. Passt. Klatsch. Klatsch. So. Tja, Leute. Schade. Die Folge ist schon wieder durch. Aber. Das ist der erste Teil von 3. Daher. Hoffe ich, dass ihr viel Spaß hattet. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt
wieder dabei, wenn es heißt, der Bulba. Blitz. Ciao.